Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil meines Vortrages. In diesem zweiten Teil meines Vortrages werde ich mich ganz speziell auf Phosphit beschränken und dort einmal eingehen, was kann eigentlich Phosphit als Pflanzenbiostimulantium eigentlich bewirken. Machen wir uns einmal klar, was eigentlich Phosphit bedeutet. Phosphor ist natürlich ein Makronährelement und kommt eigentlich nur in Verbindung mit anderen Elementen vor. Wir kennen Phosphate aus dem Düngebereich als Ammoniumphosphat, Kaliumphosphat oder eben auch als Superphosphat. Aber gerade Phosphonate, ist das gleiche wie Phosphit, sind Salze der sogenannten Phosphonsäure. Und Phosphonate ist die reduzierte Form von Phosphat. Und man hat eigentlich schon vor zig Jahren immer wieder Effekte gemessen und auch beobachtet und man konnte sich die nie so richtig erklären. Und deswegen gab es dann auch in der Wissenschaft, weil man es eben nicht genau erklären konnte, immer eine heftige Diskussion, ist da was dran oder ist da nichts dran. Aber was ist wirklich an diesen Phosphaten letztendlich gesichert? Und da möchte ich einmal, dass wir uns den Stand der Forschung hierzu einmal ansehen. Klar ist, Kaliumphosphit kann durch die Blätter sehr leicht aufgenommen werden. Aber es ist eigentlich überhaupt kein Enzym bekannt, welches Phosphit aufoxidieren kann, so dass es auch wirklich verstoffwechselt werden kann. Nur einige Bakterien sind dazu in der Lage. Also Kaliumphosphit selbst kann nicht als Phosphorquelle zur Verfügung stehen. Und das, was die Bakterien können, ist eigentlich viel zu wenig, um die Effekte zu erklären. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ich sehe große Effekte, aber sie stehen nicht mengenmäßig in Einklang zu dem, was letztendlich an Substanz auf die Pflanze gekommen ist. Und deswegen ist die Frage, was ist eigentlich dran an diesen Effekten von den anorganischen Pflanzenbiostimulantien? Und das ist ein Streit, der auch draußen in der Praxis, jetzt in den vielen Journalien, in den vielen Artikeln, die wir in den Zeitschriften wiederfinden, kommt eigentlich immer wieder die gleiche Fragestellung. Ist das alles Esoterik oder ist es tatsächlich eine Chance für die praktische Landwirtschaft? Und hierauf möchte ich jetzt im weiteren Verlauf einmal eingehen. Was in der Wissenschaft und in der Literatur unstrittig ist, dass es erheblichen Einfluss von Nährstoffkonzentration und Gehalten in der Pflanze auf die Architektur der Wurzeln gibt. Hierzu gibt es sehr, sehr viele Studien. Ich habe Ihnen hier einmal einige nur aufgeführt. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Heißt also, die Pflanzen reagieren auf ganz bestimmte nährstoffabhängige Signale. Und Sie sehen das, je nachdem, welche Nährstoff gerade im Limit, im Minimum ist, kann man ganz bestimmte Wurzelarchitekturen erzeugen. Somit sind Nährstoffsignale oder nährstoffabhängige Signale haben einen Einfluss nicht nur auf die Verzweigung, nicht nur auf das Längenwachstum, sondern auch auf den Anteil der Feinwurzeln. Das heißt, die Wurzelarchitektur an sich, und das ist absolut unstrittig, wird maßgeblich auch durch die nährstoffabhängigen Signale beeinflusst. Doch diese Effekte, was heißt das für die Praxis? Die haben wir dann einmal im Feld ganz detailliert untersucht. Wir haben in einem Feld dann Saatgut genommen und das Saatgut mit Phosphit letztendlich behandelt. Und wir sehen hier in diesem grauen Bereich ohne phosphithaltiger Saatgutbehandlung und wir sehen in dem grünen Bereich einmal mit. Alle sind
gleichzeitig ausgedrillt worden und letztendlich ist auch eine Standardbeize bei beiden benutzt worden, nur der eine hat eben zusätzlich dann noch eine Saatgutbehandlung bekommen. Und wir sehen hier, im Herbst liegen eigentlich die Wurzelmasse liegt noch relativ dicht beieinander. Aber im Frühjahr gab es dann schon doch deutliche Unterschiede zwischen der Saatgutbehandlung mit Phosphit auf der rechten Seite und der Kontrolle. Und die Wurzeln wurden dann mühsam ausgewaschen und man konnte sie dann wiegen und hat eben festgestellt, dass die Wurzelmasse nach einer phosphithaltigen Saatgutbehandlung im Feld deutlich angestiegen war. Und das kann man auch sehr schön mit einer CT-Aufnahme, der eine oder andere kennt das ja vielleicht aus dem medizinischen Bereich, kann man auch bei Pflanzen sehr gut CT-Aufnahmen machen und dadurch Wurzel darstellen. Und wir haben einmal hier auf der linken Seite mit Phosphit und auf der rechten Seite ohne. Am Anfang ist noch alles sehr gleich und nach 6 Tagen sieht man aber schon die ersten Unterschiede hinsichtlich der so wichtigen Feinwurzeln und nach 12 Tagen einen deutlichen Unterschied. Das heißt, durch die Zugabe von Phosphit kann sehr stark auch das Wurzelwachstum stimuliert werden. Und das Gleiche hat natürlich dann auch einen großen Einfluss, das sind jetzt hier einmal Ergebnisse aus England, hat natürlich gerade die Wurzel großen Einfluss auch auf das Bindungsvermögen von Wasser und Nährstoffen. Und man hat es hier hochsignifikant festgestellt, dass nach Phosphitzugabe bei Trockenheit die Wurzeln mehr gewachsen sind als bei ohne Stress. Also gerade bei Stresssituationen ist deutlich ein Effekt sichtbar. Und auch bei Nährstoffmangel sehen wir, dass die Wurzelbiomasse, also die Masse in Gramm gemessen, bei solch einer Versorgung sich durchaus positiv beeinflusst. Also nicht nur die Wurzel in der Länge wird bei Trockenstress beeinflusst, sondern auch bei einer ganz bestimmten Nährstoffversorgung. Und das finden wir nicht nur im Getreide, sondern das finden wir auch eben im Weizen, im Raps und in der Zuckerrübe. Wir finden kulturunabhängig immer wieder diesen ganz spezifischen Zusammenhang zwischen einer Wurzelwachstumsstimulation nach Zugabe von Phosphit auf die Pflanzen. Und das kann natürlich gerade in trockenen Jahren, und wir hatten ja gerade in den letzten Jahren immer wieder sehr starke, ausgeprägte Trockenheiten, und da hat sich das natürlich sehr, sehr positiv bemerkbar gemacht. Und wenn wir zurückkommen jetzt zu unserem Versuch aus Norddeutschland, dann sehen wir, dass auch der Ertrag, gerade weil es auch ein trockener Frühsommer dann auch war, sich sehr positiv gezeigt hat. Und die Varianten, die eben mit solch einer Saatgutbehandlung, mit einer phosphithaltigen Saatgutbehandlung letztendlich behandelt wurden, dort haben wir auch erhebliche Mehrerträge festgestellt, unabhängig von dem Düngungsniveau. Diese Variante lag immer höher als die vergleichbare Kontrollvariante über alle Varianten hinweg. Und deswegen konnte man das hier schon sehr, sehr eindeutig sehen. Das Ganze hat sich natürlich dann auch ertraglich sich niedergeschlagen. Gerade in dem trockenen Jahr wurden dann auch erhebliche Mehrerträge konnten erzielt werden. Und die erhöhte N-Aufnahme, die wir dann dort ja auch gemessen haben, zeigte eben auch eine verbesserte Nährstoffeffizienz hin und auch eine verbesserte Nährstoffbilanz vom Stickstoff. Jeder weiß, dass auch das
derzeit immer wieder in der Diskussion ist, dass es eine Forderung ist, aus der Politik eine verbesserte Nährstoffbilanz zu erzeugen. Und genau das wurde hier letztendlich erreicht. Wir haben allerdings diese Untersuchung nicht nur im Freiland im Weizen gemacht, sondern eigentlich haben wir diese Untersuchung begonnen im Raps. Und zwar haben wir im Raps über eine Blattapplikation von Phosphit, haben wir damals Effekte gemessen, die wir uns nicht erklären konnten. Nämlich, wir haben immer, nachdem wir appliziert hatten, entweder im Herbst, hier mit H gekennzeichnet oder F, oder eben mit einer Herbst-Frühjahrs-Applikation, haben wir sowohl die Schotenanzahl gemessen als auch die Körner pro Schot. Und wir haben immer mehr Erträge festgestellt. Und man konnte eben merken, dass es auf die Pathogene überhaupt keinen Einfluss hatte. Aber wir haben eine erhöhte Schotenanzahl gemessen und eine ganz leicht erhöhte Kornzahl pro Schote. Und diese Versuche sind jetzt seit wirklich über 14 Jahren haben die stattgefunden und man hat über die Jahre immer einen monetären Mehrertrag erzielen können. Und das ist auch in anderen, von anderen Versuchsanstellern aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen bestätigt worden. Das heißt, die ertraglichen und monetären Effekte von Phosphit im Raps sind durch Langzeitversuche alle bestätigt worden. Das heißt, wenn man sich jetzt einmal das zusammenbündelt, wir wissen, und das ist auch global unumstritten, Phosphit führt zu Mehrerträgen und Qualitätssteigerung in ganz vielen Kulturen. Wir sehen eine verbesserte Blüten- und Fruchtausbildung, so wie wir es letztendlich auch im Raps haben, auch nachweisen können. Und viele Pflanzen reagieren ausgesprochen positiv auf Kaliumphosphit. Kritiker sagen, es liegt ausschließlich aufgrund einer fungiziden Wirkung. Man weiß, dass Phosphit auch auf die falschen Mehltaupilze, die Perennis boralis, eine Wirkung durchaus hat. Aber wenn diese Pilzgruppe gar nicht auftritt, gar nicht vorhanden ist, erklärt das nicht die großen Effekte, die da sind. Und deswegen muss der Effekt eigentlich von einer anderen Stelle her rühren. Und genau das sollte sehr viel intensiver untersucht werden. Der Wirkungsmechanismus ist somit eigentlich gar nicht klar, warum Phosphit zu so vielen positiven Effekten eigentlich die Pflanze stimuliert. Und wir haben uns dann einmal überlegt, wenn das irgendwie mit Nährstoffversorgung zusammenhängt, dann macht es ja durchaus Sinn, sich einmal die Enzyme anzuschauen, die maßgeblich für Stickstoff, für die Nährstoffversorgung der Pflanze verantwortlich ist. Und da hat man sich einmal die Nitratreduktase angesehen. Denn in photosynthetischen Zellen wird Nitrat durch das Enzym Nitratreduktase zu Nitrit reduziert und dann pflanzenverfügbar gemacht. Und wir haben uns einmal in einem Versuch den Raps genau angesehen und haben ihn mit Phosphit behandelt und dann nach 9 Tagen gemessen, wie sieht eigentlich die Aktivität der Nitratreduktase aus und konnten feststellen, dass mit Phosphit die Nitratreduktase deutlich angestiegen ist. Das haben wir dann auch nochmal gemessen in einer anderen Kultur, in dem Weizen und haben dort die gleichen Effekte festgestellt. Also die Nitratreduktase, das wichtige Enzym im gesamten Stickstoffkreislauf, wird nach Einfluss oder nach Applikation von Phosphit sehr stark stimuliert und diese Phosphitbehandlung hat einen großen Einfluss. Und das ist auch global bestätigt worden, nämlich hier einmal
Ergebnisse aus England, die genau den gleichen Zusammenhang bestätigen. Ohne Phosphit haben wir eine geringere Aktivität als bei einer Applikation mit Phosphit. Und das ist auch statistisch absicherbar. Hier im Raps, im Weizen, aber auch bei ganz bestimmten Sorten im Raps. Und zwar dann, wenn wir sie eben unter Trockenstress stellen. Also da scheint es einen sehr positiven Zusammenhang zu geben zwischen der Applikation von Phosphit und diesen pflanzlichen Eigenschaften. Phosphit stimuliert also die Nitratreduktase bei ganz unterschiedlichen Umweltbedingungen. Und man sieht es dann auch, ich habe Ihnen hier einmal eine Aufnahme dargestellt, aus einem Frühjahr, wo die Gerste noch sehr, sehr hell war. Also so kennen wir ja auch die Gerste, wenn sie aus dem Winter herauskommt, nämlich ohne Phosphit. Und in diesem Bereich ist sie mit Phosphit behandelt gewesen im Herbst. Und man sieht, dass sehr viel stärker, sehr viel schneller dann auch diese Sorte in das Wachstum kommt, aufgrund eben auch geänderter Wurzelarchitektur und schnellerem Anziehen dann im Frühjahr. Und das kann man natürlich gerade in der Gerste sehr schön auch an dieser Verfärbung dann feststellen. Die Frage ist natürlich, wenn wir diese Effekte auf das Enzym feststellen, können wir das denn auch letztendlich anhand auf der genetischen Ebene nachweisen? Und das haben wir im nächsten Schritt getan. Wir haben uns also einmal angeschaut, was passiert eigentlich in der Pflanze, im Raps, wenn wir Phosphit auf die Pflanze geben. Und wir haben uns sowohl die Gene im Blattbereich angesehen, als auch in der Wurzel. Und man sieht, dass diese Gene sehr, sehr stark reagieren. Das heißt, gemeinsam Wurzel und Blatt verschiedene Gene sind hier über 3700 Gene letztendlich sehr, sehr stark hochreguliert worden. Sie haben also direkt reagiert und zeigen eine sofortige Reaktion. Und selbst nach 9 Tagen haben wir noch über 2000 Gene, die signifikant durch die Applikation hochreguliert werden, also aktiviert werden. Und diese Aktivierung ist hier sehr deutlich messbar. Insbesondere dann, wenn wir schauen, dass bestimmte Gene, die nämlich für beide Bereiche mitverantwortlich sind, nämlich Wurzel und Blatt, dass die dort sehr, sehr stark stimuliert werden. Also über die Zeit eine hohe Stimulierung dieser wichtigen Gene. Und wenn wir uns das einmal nochmal anschauen, hier als sogenannten Volcano-Plot, dann sehen wir, dass das wie eine Explosion ist. Wenn das hier die Nulllinie ist, dann sehen wir sehr stark in dem roten Bereich, dass bestimmte Gene hochreguliert werden und im grünen Bereich runterreguliert werden. Sehen wir einmal hier nach 3 Tagen und nach 9 Tagen. Und gerade die Gene, die besonders extremst herausfallen, das waren die Gene, die uns maßgeblich interessieren. Und die haben wir uns sehr viel genauer angesehen, um festzustellen, was sind das eigentlich für Gene, was regulieren sie. Und da sehen wir eben, dass wir eine ganze Menge an Genen haben, die direkt auf Phosphit reagieren. Und was sind das für Gene? Es sind ganz bestimmte biologische Prozesse, die stimuliert werden. Zum einen sind das all Gene, die für den Transport von Stoffen zuständig sind. Es sind insbesondere auch welche, die speziell für die Stickstoffversorgung eine Rolle spielen, sowohl im Blatt als auch der transmembrane Transport in der Wurzel wird sehr stark stimuliert. Und wir haben auch festgestellt, dass gerade Stress- und immunregulatorische Prozesse ebenfalls stimuliert sind. Das kann man hier eben auf genetischer Ebene gut feststellen und konnte signifikant nachgewiesen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch die Wirkung von Phosphit auf Signalstoffe, auf Phytohormone.
Und auch dort können wir feststellen, dass alles, was rot ist, wird besonders gesteigert und was im grünen Bereich ist, eher reduziert. Und wir sehen das an diesem sogenannten Heat Map, wie diese Darstellung heißt, dass viele Phytohormone gerade im Blattbereich sehr stark stimuliert werden, aber auch viele Bereiche in der Wurzel. Das heißt, wir haben nicht nur auf ganz bestimmte Enzyme einen stimulierenden Einfluss, sondern auch eben auf die Phytohormone. Und das ist ganz besonders bedeutsam. Somit kann man festhalten, dass wir eigentlich auf drei Ebenen diese stimulierende Wirkung haben nachweisen können. Zum einen eben ganz sichtbar auf dem Feld gemessen Wurzelwachstum, Erhöhung der Ertragsstrukturen, ganz bestimmte Qualitätssteigerung. Wir haben eine Stufe tiefer auf Enzymebene nachweisen können, dass Wurzelwachstum stimuliert wird, dass die Nitratreduktase, Phytohormone stimuliert werden und wir konnten ganz bestimmte Gene identifizieren, die durch Applikation von Phosphit sehr stark reagieren und genau diese Enzyme eben auch beeinflussen, die wir auch direkt gemessen haben. Somit konnten wir eigentlich auf drei Ebenen nachweisen, dass Phosphit eine stimulierende Wirkung aufweist. Das hat es, das muss man ganz klar sagen, für kein anderes Pflanzenbiostimulanz bisher gegeben. Phosphit ist das einzige, wo wir genau über diese drei Ketten, nämlich sichtbare Effekte, Enzymebene, Genebene, chronologisch und homolog dieses haben nachweisen können. Und das ist etwas ganz Besonderes, genau für diesen Pflanzenbiostimulanzenstoff, nämlich Phosphit. Damit kann man festhalten, Phosphit hat einen stimulierenden Einfluss, auf die Nitratreduktase, erfüllt alle Kriterien nach der Verordnung für Biostimulantien, nämlich Effizienz der Nährstoffverwertung, Verfügbarkeit der im Boden enthaltenen Nährstoffe zu verbessern, Erhöhung der Toleranz gegenüber abiotischem Stress und Steigerung der Qualitätsmerkmale. Diese Kriterien konnten alle belegt werden anhand von wissenschaftlichen Versuchen und deswegen kann man eindeutig festhalten, dass Phosphit ganz klar ein Pflanzenbiostimulantium im besten Sinne ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.